Und dann wird's gleich ziemlich spannend, denn die halten die Kamera nämlich noch drauf, was die Influencer so reden, wenn sie sich unbeobachtet fühlen oder ungefilmt. Das ist gelogen, das ist schlicht einfach gelogen. Das ist etwas ausschmücken, aber richtig übel lügen ist krass. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Ihr habt euch das gewünscht und nicht nur gewünscht, sondern ich gucke die Teile von Marvin auch. Dass Influencer werben für Produkte, die es gar nicht gibt oder die ein völliger Bullshit sind. Wie unter anderem der Film A Hole. Und ich muss dazu sagen, ich habe erst gar nicht, das ist eigentlich ja gar nicht so mein Content, aber ich komme in dem Film vor. Ja, tatsächlich. Ganz kleine Sekunden, aber sehr witzig. Und deswegen dachte ich, komm, Yvonne, machst du. Und weil ich damals die Story mitbekommen habe, als Christine sich so dermaßen über mich aufgeregt hat, mal. Zu Recht, ja. Also, weil ich habe sie ja auch hart kritisiert. Und ich erinnere mich noch an die Story, wie Christine wirklich in die Kamera gesagt hat, dass sie ja eingeladen wird für Filmpremiere im Kino und dass man für sie Geld bezahlt. Nee, Quatsch, da war ich gar nicht mit ihrem Streit. Da hatte sie Streit mit dem 24 Tim, wo sie in einem Video vorkam. Genau. Und weil sie dafür keine Gage bekommen hat und so ihn angeprangert hat und sich mit ihm öffentlich gestritten hat, hat sie gesagt, so ja, dass sie was Besseres praktisch ist, und hat sie das dargestellt. So war es ja mein Empfinden. Das heißt nicht, dass es so gewesen ist, aber so war es mein Empfinden. Weil sie hat dann gesagt, schaut, Freunde, ne, also ich werde bezahlt dafür, dass ich auf Kinopremieren gehe. Und hat so groß rausposaunt. Und damals haben sich schon alle und auch ich gefragt natürlich, wer lädt sie auf eine Filmpremiere denn ein? Wer ist denn das? Was ist das für eine Filmpremiere? Und ja, das kam dann jetzt raus, dass Christine eingeladen worden ist zu A Hole, Dark Knight von Marvin. Aber ja, also witziger geht's nicht. Es ist halt so, man ist halt dann halt schon auch so ein bisschen so, wo man sich denkt, so ja, ne? Kennt ihr? Dann unter anderem war hier Aline Bachmann eingeladen, Calvin Klein eingeladen und Ariel. So, die vier sind auf dieser Premierenparty eingeladen und wir schauen da mal rein, weil wie gesagt, nachher geht's auch ein Part um mich. Mit all denen, wo die da posieren, das sind alles Statisten übrigens, ne? Der Kameramann ist Statist, hier diese Interviewerin ist Statistin, alles sind Statisten, alle, es ist ein riesen Schauspiel da. Oh, das ist so, oh, ich bin mir so unangenehm vor, wenn ich einer von denen wäre, das jetzt so zu sehen. Das ist so krank zu sehen, dass man von den allen da komplett verarscht. Das ist so hart. Also ich muss schon immer wieder in mich reinkichern, wenn ich überlege, dass da Statisten rumtanzen, ja, mit so riesen Kameras. Und wir haben einfach gesagt, komm, blitz, was das Zeug hält. Was hast du mit den ganzen Bildern gemacht? Ja, nichts. Da war nicht mal eine Speicherkarte drin. Was geht ab? Wir sind hier zur Premiere. Und er, der von dem Film Hole. Und ich bin gespannt. Ich bin froh und stolz, dass ich hier sein darf. Auf jeden Fall. Und ich bin gespannt. Marvin löst gleich auf, was das heißt. Spannend auf dem Film. Hätte mir damals einer gesagt, dass Hardy, den ich gecastet habe, mal in der Story von Calvin Kleinen landet, den hätte ich für verrückt erklärt. Wir dürfen den schon gucken jetzt. Ey. Ja, geil. Wunderbar. Geil. Freue ich mich. Ich auch. Irgendwann waren dann auch alle Influencer da, haben fleißig gerufen. Das ist nämlich ein gecasteter Statist und der hat praktisch den Regisseur gemimt. Ne? Fotos auf dem roten Teppich gemacht. Aber dann war es an der Zeit, den mal so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Und das kann natürlich keiner besser als Sophia von Absolut Radio. Also erstmal herzlich willkommen, ne, zum exklusiven Screening von A Hole. Dankeschön. Heute Abend. Ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich. Wie freundlich die alle sein können, ne? Auf einmal dann, ne? Und in den Storys immer so voll heftig. Antisocial, sage ich jetzt mal nett. Toll, hier zu sein. Hi. Hi, ich bin die Sophia. Hi, du bist Calvin. Calvin Klein, ein cooler Name übrigens. Ja, danke schön. A Hole, was erwartest du dir von heute Abend? Ah, ein cooler Film. Hoffentlich so ein richtig geiler Thriller. Ich bin ein totaler Fan von Thriller. Das heißt ja so The Hole, ein Loch oder vielleicht doch alles. Oder vielleicht einfach nur ein Po-Loch. Ein Po-Loch. Stimmt, der sagt es ja.
Ich dachte jetzt nicht, dass das ein Horrorfilm ist, so. Da gibt es noch ein paar andere Genres, wo das so reingepasst hätte. Weißt du, wie ich meine? Das ist so Calvin, ne? Erhol. Er hätte gedacht, dass es einfach ein FSK 18-Film ist, weil das ja ein Genre ist, wo das ja auch anders reingepasst hätte. Das ist so Calvin. Der ist ja auch beim Promi-Büßen dabei. Und Freunde, wir dürfen leider außer Mr. Trash TV nicht auf Promi-Büßen reagieren, weil es ProSieben-Gruppe ist. Ich bin ja eher so derjenige, der sich dann so an den männlichen Part schmiegt und weint. Nee, geil, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ey, ich glaube, es wird ein bisschen gruselig und ich liebe ein bisschen gruselig, deswegen hoffe ich, es wird ganz schön gruselig. Guck mal, ich gucke dann manchmal gerne so einen Horrorfilm, aber nur nicht alleine, weißt du? Weil es dann halt so ein bisschen... Ja, wenn man natürlich auch ein bisschen den Beschützer raushängen lassen und genau, so, ja. Genau. Wie gut aber die Moderatorin ist, ne? Die das so rüber, die muss so schauspielern, unfassbar. Das ist, klingt doch interessant, oder? Ich bin gespannt, ich lass mich überraschen, aber ich werde auf jeden Fall nicht in die Hosen kacken, auf Deutsch gesagt. Ganz ehrlich, mein Leben ist Arthouse, weil das ist immer, man hat große Ambitionen, man will viel machen, man will alles perfekt umsetzen, aber man hat vielleicht nicht das Budget. Und deswegen finde ich Arthouse-Filme besonders interessant, weil ich lebe auch immer so. Guck mal, ich sehe schick aus, würdest du denken, dass mein Kleid 12 Euro gekostet hat? Bestimmt nicht. Ich bin ein Arthouse-Piece. Ich hatte hier jetzt gerade schon mehrere Influencerinnen und Influencer im Interview. Am Anfang dachte ich mir so, ach ja, easy. Aber die freuen sich alle so auf den Film und die haben keine Ahnung, was die jetzt gleich erwartet. Oh, unangenehm, unangenehm. Serien lief alles super. Die Influencer hatten gute Laune, die Interviews waren gut und alle haben fröhlich im Prosecco gesoffen. Aber dann war es an der Zeit, die erste Story zu produzieren. Und dafür bekommt man immer ein Briefing. Das ist so ein Leitfaden, wo ungefähr drinsteht, was in dieser Story gesagt werden soll. Und den habe ich natürlich ein paar Tage vorher geschrieben. So, und da kommen wir mal zum springenden Punkt, weil ganz viele sagen, ja, also die beschützen die Influencer, weil die sagen, ja, die bekommen ein Briefing und die haben einen Vertrag unterschrieben, dass sie dafür Werbung machen. So, aber das ist bedingt richtig, leider nur. Ich weiß das, weil ich bin auch ein Influencer, ich bekomme auch Briefings. Punkt 1. Ich arbeite niemals nach Briefings. Das heißt, der Influencer kann entscheiden, ob er nach einem Briefing arbeitet oder nicht. Aber es gibt unterschiedliche Briefings. Es gibt einmal welche, wo die Firma einfach nur die Philosophie in dem Briefing schreibt, wofür sie steht, was sie kann, was sie macht, wofür die Produkte stehen mit Inhaltsstoffe, wenn es Kosmetik ist oder einfach Key Facts. Und es gibt was die Firma auf jeden Fall nicht möchte, dass da irgendwas erwähnt wird oder gemacht wird. Das sind Briefings, an die ich mich auch halte. Das ist ja normal. Das sind Spielregeln. Es gibt aber, und da waren 2-3 Firmen in meinem Leben dabei, die habe ich dann abgesagt, ziemlich schnell, die wirklich richtige Briefings aushändigen, was sie sagen sollen, die Influencer. Was ist das? Was soll das? Was soll dieses Drehbuch? Das sage ich auch jedes Mal als Influencer. Dann der Firma, nein, ich arbeite nicht nach Drehbuch, jetzt erst. Ich habe für eine Firma Werbung, also ich sollte für eine Firma Werbung machen. Ich habe die, also es war für eine Waage, ja. Und die möchten, dass ich vorher die Stories schicke per WhatsApp. Da kriege ich schon mal die Krise, ne? Aber okay, verstehe ich, weil es gibt auch Influencer, die machen ihren Job nicht gut. Und ich mache praktisch... Die Key Facts baue ich alle drin ein, was wichtig ist, das verstehe ich und das tue ich auch, aber ansonsten alles andere ist, wie ich das mache. Ich bin Yvonne und ich stelle das Produkt so vor, wie ich das möchte und wie es mir in den Kopf kommt. So. Und diese Firma hat dann gesagt, ja Yvonne, aber so stellen wir uns die Story nicht vor, ich schicke dir mal eine Beispielstory einer anderen Influencerin. Da habe ich gesagt, nee, könntest du vergessen. Mache ich nicht. Ich zeige euch auch den Beweis, den Screenshot. Ich schicke ihn dir zu, Juri. Da kannst du ihn einblenden, dass ich sage, ich arbeite nicht nach Vorlage oder nach Briefing oder nach eine, ja, das hat die Influencerin gemacht und dann soll ich das so übernehmen. Auf gar keinen Fall. Und dann hat die Firma gesagt, ja, dann müssen wir die Kooperation beenden. Ja, ich habe geschrieben, alle die Ute, deine Ute. Ich tue es nicht mehr, dein Hugo. Tschüss. So, und dann habe ich gesagt, ich möchte aber das Produkt behalten, weil ich finde die Waage geil. Schick mir bitte eine Rechnung. Rechnung bitte an meine E-Mail-Adresse. Blenden wir euch alle ein. Die haben sich heute nicht mehr gemeldet, aber wollen auch mir keine Rechnung schicken für die Waage. Ja, weil man kann immer absagen oder verhandeln. Und wenn ich jetzt zu dieser Premiere eingeladen worden wäre und da wäre mir so ein Briefing, wo ich sagen müsste, was drin vorkommt, hätte ich schon vorweg gesagt, nee, tut mir leid, so und so arbeite ich nicht nach Vorlage. Ich werde Key Facts, um was handelt der Film, wer hat das gedreht, ne, oder was ihr wollt, werde ich natürlich einbauen. Das ist klar, das sind Dinge, die wir nicht wissen können. Schickt mir also gerne die Hintergrundinfo. Aber was ich wie sage, das bleibt in meinem Ermessen. Und wenn ich dann da gewesen wäre und der Film wäre so scheiße gewesen,
Dann wäre ich zur Produktion gegangen und hätte gesagt, sorry Freunde, ich kann den Job nicht erfüllen. Ja, also ich bin jetzt hier, ich bin geladen, ich habe Werbung für den Film gemacht, aber ich werde nicht meine persönliche Meinung dazu sagen, könnte man sagen. Ja, wenn man schon da ist, ja, dann ist natürlich auch ein Aufwand. Dann könnte man sagen, schaut euch den Film selbst an. Arthouse läuft ab dann und dann im Kino. Wenn es so wäre. So, Punkt. Ne? Also man hat immer einen Spielraum, man kann immer auch nachverhandeln, weil die eigene persönliche Meinung einfach unfassbar wichtig ist. Und wenn das Influencer nicht machen, dann tun sie das nicht, weil sie nicht dürfen, sondern einfach, weil sie nicht wollen. Ja, also lasst euch da keinen Bären aufbinden. So, weiter geht's. Sie sollen einmal vor dem Film eine Story posten, ja, und sagen, dass sie super glücklich sind, diesen tollen Film exklusiv ein Jahr vor Kinostart schauen zu dürfen. Und dann sollen sie natürlich nach dem Film, nachdem sie wissen, was das für ein Film ist, eine zweite Story posten. So, und das gucken wir. Zeige die Begeisterung, nachdem du den Film geschaut hast, und animiere deine Community, sich in den Film anzuschauen. Zeige deine Begeisterung. So, hier. Erwähne das. Das würde ich zum Beispiel machen. Eingeladen wurdest und heute das würde ich machen. Zeige deine Begeisterung für den Film, animiere in den nächsten Jahren im Kino zu sehen. Das würde ich auch machen. Call to Action. Schaut auf Instagram vorbei und verpasst keinen Teaser zum Film. Würde ich auch machen. Und das Ganze würde ich noch aber in meinen Worten verpacken, ja. Und nach dem Film, zeige deine Begeisterung, nachdem du den Film geschaut hast. Ja, das liegt ja im Auge des Betrachters, zeige deine Begeisterung. Also da würde ich dann wirklich zur Produktion sagen, ich würde sagen, der Film war gar nicht gut, ja. Aber das ist natürlich alles Geschmackssache. Ich würde es anders in der Story promoten. Ich würde sagen, so, der Film ist jetzt zu Ende. Weiß nicht, Art, es liegt im Auge des Betrachters. Schaut euch gerne, weil hier animiere deine Community, sich in dem Film anzuschauen. Schaut euch gerne selbst den Film am so und so vielten im Kino an, wenn es den geben würde. Und macht euch eure Meinung zu Arthouse-Produktion, ja. Und das war's, ja. Und erkläre deiner Community das Filmgenre Arthouse, ja. Das heißt, warum müssen die da so reinscheißen an die Influencer? Weil das ist ja noch ein relativ easy Briefing, ja, also um natürlich so viele Leute wie möglich an die Kinokassen zu locken. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wer auch nach dem Film sagt, das ist eine gute Idee, dafür Werbung zu machen. Ja. Leute, gebt euer Geld für Kinotickets aus. Aber und seine Follower ins Kino locken will, der hat wirklich kein Gewissen. Ich bin angekommen bei dem Vorab-Screening von A-Hole und ich bin jetzt gespannt. Ich hoffe, ich werde richtig dolle gegruselt. Ich habe auch schon ein paar Leute getroffen, die ich kenne. Vielleicht werden die mich in den Arm nehmen und mir helfen, wenn ich Angst habe. Wir werden es sehen. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt auf den Film. Ich bin ganz, ganz gespannt und wir sind die Ersten, die sind bis hier noch. Ich kann mich geehrt fühlen, dass ich heute schon mal reinschnuppern darf. Und nach dem Film kann ich euch auch die eine oder andere Szene schon berichten. Zeit für... Gut, das ist okay, ne? Das muss man sagen. Bis hierhin haben die... Das ist ja völlig in Ordnung. Du bist eingeladen, du bist gespannt auf den Film. Das ist klar, dass man das natürlich nett verpacken muss und so. Bis hierhin auch völlig in Ordnung von den Influencern. Easter Eggs. Nicht nur auf unserem Filmplakat, sondern auch auf unserer wunderschönen Fotowand, wo alle Influencer fleißig Selfies vorgemacht haben, stehen natürlich die Namen unserer Schauspieler. Und wenn man die mal von links nach rechts durchliest, steht da, vereiert von Dr. Marv. Das bin übrigens ich. Gut, das Gericht hat gesagt, ich bin kein Arzt, aber ich bin ja immer noch Hausmeister. Und so bin ich über mein Event gelaufen. Ja, sehr gut. Und hier geht's jetzt weiter. Jetzt sitzen die alle im Saal und gucken sich den Film an. Und dann wird's gleich ziemlich spannend, denn die halten die Kamera nämlich noch drauf, was die Influencer so reden, wenn sie sich unbeobachtet fühlen oder ungefilmt. Übrigens zeigen wir hier nur Ausschnitte gerade raus. Ihr könnt das ganze Video in voller Länge beim Marvin auf dem Kanal anschauen. Wir haben euch den unten in der Infobox verlinkt. Aus, Spot an, Zeit für A Hole. Und unsere Influencer, die haben wir natürlich beobachtet, wie die sich den Film anschauen. Der Film hat seinen Zweck erfüllt. Die Influencer haben sich ziemlich stark gelangweilt. Lag aber auch wahrscheinlich daran, dass wir gesagt haben, packt eure Handys bitte in so kleine Papiertüten rein. Nicht, dass ihr den Film aufnehmt und Influencer sofort darüber diskutiert und ihre Meinung ausgetauscht. Haben wir natürlich auch alles mitgefilmt. Aber zu unserer Verteidigung, die Kameras waren so groß, standen auf Stativen und sogar das rote Licht leuchtete die ganze Zeit. Die kann man nicht übersehen. Hä? Keine Ahnung, was unsere Prinzessin Xenia von Sachsen daran erkannt hat, was daran Kunst sein soll, weil eigentlich ist es ja nur Mist. Ja, klar, aber es gibt auch viel Kunst, was Mist ist und das liegt immer im Auge des Betrachters, Kunst. Das ist tatsächlich so, aber ja, also ich habe auch schon mal reingeseppt, durchgeseppt durch diesen Film Erholung. Ja, nee, also... Stopp. Stopp, ich mach mit Xenia, oder? Ich will stoppen. Alter, das ist doch der Anschluss.
Scheiße. Was ist denn los? Nichts. Was denn? Och. Also du nimmst die Jacke, ich hab ihr Handy, ja? Ich hab wo versteckt die Kamera, jetzt mal ehrlich? Ja. Aber ist es jetzt wirklich zu Ende oder kommt noch eine Aufklärung? Nein, weil da waren die 10 Teile. Ich frage mich halt, ob jetzt eine Pause. Ich gucke jetzt erstmal. Da waren 10 Teile im Doppelt. Oh mein Gott. Und Calvin guckt jetzt erstmal ins Briefing rein. Briefing rein. Du hast doch selbst gesehen, auch alles war ja doppelt. Ja. Also ganz ehrlich, Sorry. Wie? Was für ein Selbst? Ja, was ist denn dann schlimm? Ich soll doch, wir müssen doch gucken, was wir machen müssen. Irgendwo, keine Ahnung. Ist ja immer nur, die Leute sollen sich den Film ach, die waren von euch eine Bürste bestellt. Genau, die Leute, das wäre gut gewesen von Aline, die Leute sollen sich einfach den Film angucken, mehr nicht. Genau. Zufällig. Hier steht noch zwei. Was ist denn das, weißt du das immer? Art-Film? Wie heißt das? Ich habe auch gesagt, dass es ein Schindelfilm. Es ist ein Art... Ich will wirklich nicht Respekt sein, ich verstehe. Halten wir mal fest, Calvin brauchte gerade 3 Versuche, um das Wort Arthouse auszusprechen. Mal gucken, wie schnell er zum Experten wird. Das Ding ist, das ist unser Job, wir kriegen dafür Geld gerade, ja, deswegen. Nee, das ist eine dumme Ausrede. Das ist unser Job, wir kriegen dafür Geld gerade. Nee, ist das eben nicht. Ja, ey, oh. Wer sagt das hier? Achso, unten rechts ist eingeblendet. Ja, Christine sagt das gerade, ne? Ja, das ein Arthouse-Film. Nee, aber du hast auch alles richtig gemacht. Nee, auch generell. Boah, krass, also ich habe den Film gerade geschaut, erhol, und das war mega interessant. Es ist ein Arthouse-Film, also es ist eine etwas andere Art von Film, wie man die sonst kennt. Man hat etwas weniger Dialoge, aber wenn ihr den... Etwas weniger Dialoge. ...einmal gecheckt habt, übertrieben geiler Film auf jeden Fall. Okay, das ist rein... Das ist gelogen, das ist schlicht einfach gelogen und das ist zu viel des Guten, ja. Und etwas ausschmücken, aber richtig übel rein... Mit Lügen ist krass. Checkt den auf jeden Fall ab. Der kommt 2023, kommt er in die Studio, in die Kinos rein. Und ich durfte den schon echt vorher sehen und es ist mega geil gewesen auf jeden Fall. Dankeschön. Wow. Dass ich hier sein durfte und mega interessant. Was macht Christine eigentlich parallel gerade? Interessant. Auf jeden Fall mal. Und warum ist da hinten ein schwarzer BH zu sehen bei dem Kleid? Was ganz Neues, Freunde. Sowas habt ihr bisher auf jeden Fall noch nicht gesehen. Also ich feiere das. Mensch. Da werden sich seine Follower aber freuen gelogen. Über diese ehrliche Empfehlung. Ja. Hola! Das ist doch erst so krass. Die schlagen sich ab, ne? Ich hab das nur durchgesappt gehabt, weil ich wusste, ich reagiere drauf. Was machst du denn hier, du Lümmel? Weil ich wusste, ich reagiere drauf und guckst das ganz an. Die haben sich richtig auch abgeklatscht, ne? Ihr seid richtig, Leute. Calvin ist ja schon geworden. Ja! Der ist ein Mutter. Also, ich weiß gar nicht, was du sagst, ich bin wenig Sport. Es tut mir leid. Was denn? Nee, was soll ich dazu sagen? Ja, sagst du halt einfach, das ist eine neue Art Film, es ist Arthouse sozusagen. Was bedeutet Arthouse? Das ist Kunst, das soll Kunst sein, die Sch, die du da siehst. Das soll Kunst sein, die Sch, die du siehst. Und Calvin haut 3 Millisekunden vorher, oh Leute, ihr müsst jetzt angucken, richtig geiler Film, einfach Standard. Calvin sagt vor 3 Sekunden zu seinen Fans, dass das ein super Film ist. Ja. Und jetzt so unter sich sagt er ist absolut schrecklich? Ja. Verstehe ich nicht. Also die Filme, die wir gerade hier angeguckt haben, das war ein Arthouse-Film. Also das hat irgendwas mit Kunst zu tun. Ich bin nicht so beim ersten Mal. Aline muss man aber hier mal fairerweise endlich mal sagen, die hat ein Gewissen und kann das nicht so rüberbringen. Die sagt das nicht so, die sagt, ja, so wie soll ich das denn erklären, ne? Jetzt mal ehrlich. Ja, aber das ist ja schon, das ist... Ja, ich weiß aber, jetzt mal, for real, wenn du als Zuschauer da reingehst, wenn du als Zuschauer... Die Leute, die werden uns aufhalten. Ja, aber... Nein, du tun jetzt haten. Ja, meine Eltern möchten mehr. Ja, aber guck mal. Darauf Hate? Das könnte von dem einen oder anderen das Lebensmotto sein. Ja. Bitte, wenn du als Zuschauer reingehst, was ist denn der Sinn jetzt davon im Film gewesen? Die fragen dich ja auch, die Zuschauer. Ja, genau. Die Zuschauer sagen uns auch, Digga, bist du... Kunst im Auge des Betrachters. Ja, aber was ist denn jetzt die Kunst? Kunst. Was? Und ich bin auch eine Künstlerin. Ja, aber bei mir. Und die Adriel, sag ich schon. Adriel ist eine Künstlerin. Und die, guck mal, jeder ist von anderen. Und hier, die Aline Bachmann ist auch eine Künstlerin. Wir sind alles Künstlerin vom Chirurgen. Und das jeder von anderen. Was haben wir in diesem Kapitel gelernt? Calvin ist eher so der Typ Augen zu und durch. Schnell die Story machen, die Gage mitnehmen, aber Thema Ehrlichkeit sitzen geblieben. So, und jetzt beim nächsten Mal, beim Vorschauen, was in dem Teil 4 vorkommt. Übrigens, auf Join wird das Ganze immer schon vorher ausgestrahlt. Ich habe mir extra auch einen Join-Account gemacht. Sorry, die Hunde spielen. Ich will sie nicht stören dabei. Und jetzt kommt das, wo ich drin vorkomme.
Netterweise. Achtung, Freunde, seid ganz Ohr. Arthouse-Film und ich kann es euch wirklich einfach nur empfehlen. Ich kann es euch ans Herz legen. Seltsam. Auf einmal rudern alle Influencer gleichzeitig zurück und das auch noch mit dem gleichen Text? Das klingt ja fast so, als hätte das das Management geschrieben. Was ist so viel bei Und wer dachte im Kinosaal, wir. Ariel meint mich. Aber ich kann euch beruhigen, Freunde. Warte, erstmal hier. Das gibt auf jeden Fall Teil 4 auf Join als erstes, bevor das auf YouTube rauskommt. Deswegen, also ihr könnt euch auch Join mal gönnen. Also, Ariel meint hier mich, ne? Und ich bin mit Ariel, wir folgen uns gegenseitig. Ich bin mit Ariel völlig cool. Wir haben uns schon länger ausgesprochen, generell. Das war nur zum Zeitpunkt, das ist schon länger her, wo das gedreht worden ist, wo der Didi parallel bei mir im Interview war. Das Interview war ja generell nicht so eine Glanzleistung von mir. Habe mich deswegen auch mit Ariel ausgesprochen gehabt über das Thema und habe sogar auch im Nachhinein, Juri weiß noch gar nicht, 3-4 Szenen rausgeschnitten, die Ariel sich gewünscht hat tatsächlich. Und das habe ich natürlich gemacht. Und so haben wir uns halt ausgesprochen. So. Und dann, ein paar Wochen später, kam das Ariel so, Yvonne, wir haben uns jetzt gerade vertragen und ausgesprochen. Aber da war ich noch voll im Modus, weil das war frisch noch alles. Es war spontan diese Einladung dahin. Ich habe auch dafür kein Geld bekommen. Und ich war noch so sauer und das war alles mit Didi. Und ich habe dich als bezeichnet. Und ich fand das so witzig. Ich musste so lachen, wie sie das so mir gesagt hat. Und ich habe auch gesagt, man darf mich beleidigen. Ey, das ist mir so wirklich, das ist egal. Ich habe gesagt, du darfst das beleidigen. Das ist gar kein Problem. Nur was ich nicht mag, sind Lügen, die erzählt werden. Also wenn Unwahrheiten verbreitet werden über mich oder wenn andere mit reingezogen werden, die damit nichts zu tun haben. So. Aber alles andere sehe ich überhaupt nicht eng. Ja. Und viele von euch haben das schon gedacht, dass sie mich meint. Es ist alles in Ordnung zwischen uns und sie war sauer und das ist okay, das nehme ich mit Humor und das darf sie auch sein. Ne? Also ich kann das extremst nachempfinden damals, vor allem wenn man in diese Trennung steckt etc. Also alles gut. Ich fühle Empathie und das ist völlig okay, aber witzig, als es dann so kam. Ich so, ah, Mami, komm denn vor und Ariel war sauer, ja. So, ja, dann sind wir mal auf Teil 4 generell gespannt, weil da, was sagt der, warte, was sagt der noch? Maß an Lästerei. Im Foyer ging es dann nochmal richtig ab. Im Foyer ging es nochmal richtig ab. Da bin ich sehr gespannt. Wie findet ihr das mit Marvin, mit diesen Teilen? Was sagt ihr zu den Influencern, dass die teilweise schon sehr krass lügen? Ich muss euch aber sagen, nicht alle Influencer sind so. Wirklich nicht. Nein, wirklich nicht. Magneto habe ich letztens drüber auch gesprochen, weil er eine Kooperationsanfrage hatte wegen etwas. Magneto ist auch jemand, der gesagt hat, nee, erstmal muss ich mir das genauestens angucken und muss das ausprobieren. Und ich habe gesagt, aber ich finde die super, das Produkt. Kannst du wirklich zeigen, präsentieren? Ich habe das auch schon durchleuchtet, aber er ist auch nochmal jemand, der durchleuchtet das auch nochmal extra. Trotzdem, der hört nicht auf Hörensagen. Macht das. Also deswegen, es gibt nicht nur Influencer, die Blödsinn erzählen, es gibt auch welche, die ehrlich sind, ja, die Produkte zeigen, die wirklich zu einem passen und die man auch mag oder auch schon länger selber benutzt, ja, also von daher, ja, aber trotzdem sehr unterhaltsam. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich habe euch lieb, bleibt gesund und Tschüssikowski.